Dieser Schuh ist der Brooks Transcend 4, also die vierte Version des Transcend, eines Schuhs, den Brooks entwickelt hat für maximale Dämpfung und ein super komfortables Laufgefühl. Das merkt man sofort, wenn man in den Schuh einsteigt. Der Fuß fühlt sich hier wie auf einem weichen Sofa und der Laufkomfort entsteht auch beim Laufen selbst. Der Schuh ist maximal gedämpft, was man an einer sehr dick voluminösen Mittelsohle sieht im Fersenbereich, aber auch im Vorfußbereich. Das heißt, Läufer, die auch in diesem Bereich, im Mittelfußbereich landen, finden hier eine sehr, sehr komfortable Dämpfung vor. Dazu hat der Schuh eine Besonderheit, dieser sogenannten Guide Rails, wie Brooks das nennt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Geländer, was außen um den Schuh herum geht und den Läufern Stabilität gibt, die diese benötigen. Die anderen spüren davon nichts. Unsere Testläufer waren mit diesem Schuh sehr zufrieden. Sie haben gesagt, jetzt ist der Transcend endlich da angekommen, wo Brooks ihn haben wollte. Als sehr komfortabler Schuh, aber auch mit einer Portion Stabilität für die Läufer, die diese Stabilität wünschen. Gleichzeitig ist er aber durch die relativ schmale Konstruktion im Fersenbereich nicht so steif auf dem Untergrund, dass jegliches Lauffeeling vermisst wird und dass man also auch etwas höheres Lauftempo bis in den Bereich von 4 Minuten, 4 Minuten 30 pro Kilometer mit dem Schuh sehr, sehr gut laufen kann. Eine Empfehlung also für Läufer, die viel laufen, gerne auch ein etwas höheres Körpergewicht haben dürfen und dabei trotzdem noch ein Laufgefühl haben, was vor allen Dingen durch den großen Komfort bestimmt wird. Auch ein Kennwert noch für diesen Schuh, er hat 10 mm Sprengung. Das heißt, die Ferse steht 10 mm höher als der Vorfuß. Das ist ein eher klassisches Laufgefühl. Häufig wird es gerade bevorzugt von den Läufern, die im Anfängerbereich unterwegs sind.